Frage, wenn wir das Licht ausmachen, was passiert dann? Ich weiß. Dann ist dunkel. Alter Schwede. Wie? Warum kann der denn? Ah, scheiße. Alter Schwede, warum war der denn eben am Fenster? Hallo? Oh. Alter Schwede, Mann, da musste mich so erschrecken hier. Und warum hat er schon jetzt schon Energieverlust? Ja, das war ja. Entschuldigung. Das war ja noch nicht so erfolgreich. Zwei. Drei. Vier. Und ich hatte natürlich nicht die Waffe nachgeladen. Oh, da könnte ich mich so in den Arsch beißen. Oh. Alles ausgelöst, aber kein Bigfoot drin. Vielleicht müssen wir die Kameras auch ein bisschen weiter wegstellen. Wir sind jetzt natürlich relativ nah dran an unserem Lager. Kommst du nochmal her? Hallo? Warum hat denn er die Fähigkeit, das Fenster aufzumachen? Arschmade, ey. Scheißen Dreck, scheißen Dreck. Was machen wir denn nun? Hallo? Alter Schwede, ey, du Sch... Der kam jetzt schon zweimal an hier. Verdammte Axt! Hilfe! Ich will nicht mehr! Ich fahr nach Hause. Kann ich den nicht hier von... Und bald wird noch ein weiteres Foto hier hängen. Das von mir. Bigfoot? Okay, wir gucken noch mal hier auf CCTV. Alter Schwede, Mann, du scheiß Bigfoot, ey. Da rümpelt er an meinem Wohnwagen. Da ist die Falle immer noch kaputt. Also schön, wenn es jetzt wieder hell wird. Ich hasse so eine Spiele, ich hasse so eine Spiele, ich hasse so eine Spiele. Ach, Mann.
Okay. Tageslicht. Hallo. Bigfoot? 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 Licht an. Mit Licht fühle ich mich ein bisschen besser. So, ich würde ihn auch jetzt gern mal tracken. Kannst du mal hier an mir einfach nur vorbeilaufen, Kollege? Das sind Glühwürmchen. Hallo. So, was ist jetzt mit dir hier? Zweimal hat er uns jetzt hier. Okay, X. Nein, T. X. Jetzt auch nicht so weit hier ranrennen. Die ist noch. Die ist noch. Die ist noch und die ist auch noch. Hier habe ich wenigstens die Möglichkeit, mich ins Häuschen zu flüchten, wenn er ankommt. Ich glaube, das war's. Ich glaube, er hat Angst bekommen. Ja, leg dich nicht mit Ranger Olli an. Wo bist du? Komm her! Komm schon her zu mir. Bigfoot. Ja? Okay, hier drüben hat er irgendwo geschrien. Aber ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht, ich höre ihn nur. Und hören ist kacke. War das jetzt ein Brummschrei, dass er jetzt schlafen geht? Bigfoot. Gott. Also, dass er da in den Wohnwagen reingegriffen hat, das hat mich ja extrem geschockt. Und ich hatte natürlich nie nachgeladen. Ich voll Dussel, ey. Hier, dein Essen liegt hier bereit. Geh doch einfach mal in so eine beschissene Falle. Ich weiß, es ist jetzt gerade irgendwie nicht aufregend, wenn ich hier stehe, aber ich will nicht in den tiefen Wald hinein. Bigfoot, komm her. Können wir nicht einfach schlafen gehen, bis es wieder hell ist? Können wir uns nicht bei einer Tasse Kaffee einfach mal hinsetzen und über Gott und die Welt uns unterhalten? Bigfoot! Okay, wir laufen mal nochmal rein. Ich, hier, mach nochmal Tür zu. Gucken nochmal alle Camps mal durch. Hier irgendwo einen Schatten sehen.
fehlt nur so eine dramatische Musik. Aber nix da. Es wird heller, das heißt, er wird uns wahrscheinlich in Ruhe lassen. Also ich weiß nicht, ob er auch am Tage angreift. Ich denke mal, dass er am Tage nicht uns angreift. Ja. So, die Sonne geht auf. Wir müssten mal in die Richtung gehen, da zu den Feldern. Da ist auch die Kamera 6. Weiß nicht, wir könnten jetzt einfach mal versuchen loszugehen. Passiert, wenn ich jetzt hier wechsle. Das ist natürlich nicht nachgeladen. Wir brauchen natürlich ewig zum Nachladen. Okay, aber wir hätten dann noch auf der 3 noch die Flare Gun. Okay. Dann machen wir jetzt mal ganz vorsichtig auf den Weg. Richtig, ja, wir sind richtig. Ist ja immer noch zu dunkel. Und vor allem, der rennt auch immer so schnell. Die Frage, falls wir irgendwo einen Schatten sehen, in welcher Distanz sieht er uns und fängt an, uns zu verfolgen, zu jagen. Ein Baum. Sind wir noch richtig? Wir sehen nichts. Sie sehen nichts. Stockfinster Nacht. Ranger Olli schleicht durch die Wälder von Jasper auf der Suche nach einem der unheimlichsten Dinge, die je ein Mensch gesehen hat. Wenn er sie überhaupt gesehen hat. Das sieht aus wie ein Sumpf. Sumpfgebiet. Das sieht zumindest so an wie ein Sumpfgebiet. Klack, 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 klack. Die Morgensonne. Frage, kommt er hier überhaupt her? Da hinten. Gehen wir da überhaupt hin? Was ist das hier? Wir wandern durchs Moor. In stockfinsterer Nacht. Die Sonne geht auf. Juhu. Ach ja, mit der Sonne im Blick. Oh. Sonne am Morgen, wie sie einen warmen Schimmer aufs Gesicht scheint. Diese Wärme, die einen durchzieht. Egal. Hier ist eine Hütte. Vielleicht chillt er da jetzt auch irgendwo ganz entspannt.
draußen war noch eine Falle. Licht. Und noch ein Rifle. Aha. Hört sich an hier wie in der Höhle. Okay, springen können wir. Ja, Baum, lass mich durch hier. Wir sind ja trotzdem auf der Suche nach den anderen. Aber wunderschön hier. Okay, so, wir sind da beim Aussichtspunkt. Dann gehen wir mal einfach mal in die Richtung weiter und hoffen, dass wir ja gut, wir können ja auch laufen. Hoffen, dass wir nicht den ganzen Tag damit verbringen. Wieder nach Hause zurückzukommen, sondern hier jetzt auch irgendwas Produktives finden. Okay. Dann einfach mal in die Richtung hier weiter. Okay, angeschlagen ist er wahrscheinlich nicht von mir. Okay, okay. Kein Problem, kein Problem. Okay. Felswände. Frag mich, ob man da oben hochkommt. Die Sonne steht hoch am Himmel. Ist die Frage, wie können wir die Collegen finden hier? Vor allem, wie finden wir Bigfoot, unseren lieben guten Sasquatch aus der Nachbarschaft? Da gab es auch mal diese Serie, wo die den als Haustier hatten. Oder das heißt als Haustier, aber... Frag mich, ob hier irgendwo eine Höhle ist. Der hier irgendwo eine Höhle drin ist. Und irgendwann, wenn wir da zu nah dran sind, einfach rausgesprungen kommt. Ja, die erste Nacht war hier nicht so erfolgreich. Wir haben eine Falle verloren. Also was heißt verloren? Aber eine Falle hat zugeschnappt, aber nicht das Richtige, was wir uns erhofft haben. Und dann hat er uns auch noch Schaden zugefügt. Was ist das für ein Geräusch?